Isarun tätschelt die Brücke mal so sanft und zögerlich an. Ja, wenn du sprichst, kannst du wohl weniger Reaktion von der Brücke vernehmen, sondern vielmehr kannst du es hinter dir wachsen hören. Was noch nie Pflanzen wachsen gehören, aber wenn du dich umdrehst, kannst du nicht nur den hellen Feuerschein erkennen, wo dann mittlerweile die Knochen brennen, lichterloh, sondern kannst auch sehen, wie mit deinem Spruch jetzt dieser Zaun ist es nicht wirklich, es ist eine Hecke aus Dornen wieder zuwächst und euch schützend einschließt. Habt ihr das gesehen, Boltax? Natürlich, ich sagte doch, der Dank gebührt der Mutter Sumo, nicht wahr? Ihre schützende Hand hier, die am Werk ist. Ach, das ist ja faszinierend. Ihr müsst mir unbedingt mehr über diese Art von Magie und so beibringen. Selbstverständlich. Wir haben ein langes Gespräch vor uns. Ich kann euch ja wunderbare Sachen erzählen. Ich denke, ein bisschen was werdet ihr durch euren Onkel... Väterlicherseits, mütterlicherseits, der Druide war, der wird euch ja bestimmt auch schon einiges erzählt haben. Tatsächlich habe ich ihn nicht kennengelernt. Ein alter Mann, als ich geboren wurde und lebte einsam und abgeschieden im Wald. Nun, dann haben wir erst recht eine spannende Zeit vor uns, da werde ich euch einiges berichten können. Ja, sehr schön. Wir haben bei uns in Belhanka tatsächlich auch einige verschiedene Lehrmeister aus anderen Akademien und der Druide sagte immer, wenn die Erde atmet, leben wir, und wenn sie ihren Atem verhält, dann sterben wir. Nun, da hat er ganz recht. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ihr Odem, das ist das Leben, das reine Leben. Mich wundert, kleiner Bartmurmler, warum dankt ihr Sumo immer so und warum verehrt ihr sie so sehr? Nun, warum nicht? Ich meine, sie ist... die Mutter allen Seins. Und doch wandelt sie ihre selbst, ohne eure Wünsche zu achten, findet ihr nicht? Erachtet sie unsere Wünsche nicht? Nun, diese Brücke entstand nicht dort, wo ihr sie wolltet. Diese Brücke entstand dort, wo sie entstand, und ihr habt sie gefunden. Nun, aber fand ich sie nicht, weil ich mir das wünschte? Ihr fandet sie, weil ihr sie gesucht habt. Es nutzt nichts, dem Wald zu danken oder ihn zu bitten. Genauso wenig, wie es nutzt, ihn zu verfluchen oder nach ihm zu schreien. Der Wald ist einfach der Wald. Das ist nicht richtig. Ihr seht doch selbst. Und ihr wirkt doch selbst Magie. Der Wald ist nicht gleich der Wald und ist euer Wald nicht besonders. Und von den anderen Wäldern abzugrenzen? Nun, unser Mandra verändert natürlich die Harmonie des Ortes. Und dadurch verändert sich, als ewig Wandelbares, auch der Ort. Und eben diese ewige Wandelbarkeit ist ein zentraler Aspekt der Mutter Sumo. Also nicht nur das Leben und das Überquellende, nein, auch das Endliche. Denn die Mutter Sumo ist nun einmal geschlagen von vielerlei Bürden. Und doch nutzt es wenig, ihr zu danken. Schließlich interessiert sie sich für euch nicht. Doch, natürlich interessiert sie sich für uns. Ich meine doch gerade insbesondere die Tatsache, dass die Mutter Sumo ja mehr oder weniger die Elemente gegeben hat und diese Elemente direkte Auswirkungen der Mutter Sumo sind. Letztlich des Geodentum aber durch den Pakt mit den Elementarherren des Erzes überhaupt erst entstanden ist. Wir also, die Geoden, gehen in direkter Linie auf die Interessen der Mutter Sumo zurück. Gegeben hat die Elemente die ewig wandelbare Wohl, aber beherrscht werden sie von jemand anderem. Und das wüsste ich. Niemand beherrscht die Elemente. Es gibt viele Dinge, die euer Volk vergessen hat, Zwerg. Die Elemente sind nicht gänzlich zu beherrschen. Das wäre vermessen, das zu denken. Einmal hat es einer versucht. Gegen den sind wir Geoden in den Krieg gezogen. Ihr habt recht. Es war tatsächlich vermessen, die Elemente beherrschen zu wollen. Und doch ist es einem gelungen. Nein, ist es nicht. Sonst wäre er jetzt noch hier. Ich weiß, euer Volk ist ihm aufgesessen, aber nun, wir Zwerge eben nicht. Mein Volk saß sich selbst und der Wirklichkeit auf. Es ist ein Fehler, zu sehr im Diesseits verhaftet zu sein. Gehen wir lieber weiter. Das ist richtig, wir sollten weitergehen. Ihr seht mich an der Brücke stehen, an dieser Holzbrücke, Holzbaum, wie auch immer, der über das Wasser. Ich wandere rum, tätschel bestimmte
bestimmte Äste ab, messe sie so ab mit meiner Armlänge. Hin und wieder ein kleiner Fußtritt gegen einen kleinen Ast oder abstürzenden Baum. Sagt mal, Waltags, wäre es nicht besser, wenn man hier und dort etwas Metall anbringt? Und dann, nein, Abelmir, nein. Das wird doch viel sicherer. Hat es in ihrer Weisheit so gemacht, genau wie es für uns richtig und wichtig ist. Hier verhüttetes Metall anzubringen, wäre ein Frevel wider der Mutter Sumu. Das Metall wurde ihrem Leib entrissen. Und es jetzt, das wäre eine Perversion der Sache selbst. Könnten noch einfache Leute rübergehen, ohne abzustürzen. Nein, Abelmir, nein. Das machen wir nicht. Das ist Fortschritt. Nein, das ist dumm. Ihr könnt dem Ort und der Melodie, die in ihm inne wohnt, nicht euren Willen aufzwingen. Ihr müsst sie behutsam ändern, Taylor. Das ist können wir jetzt bitte aufhören, die Brücke anzubeten und weitergehen? Ach, ihr bietet unterbrecht sie doch nicht beim Anbeten. Sie müssen dann ja nicht tragen. Nein, das mache ich. Abelmir, beweg dich. Ich trage nicht nur die Abalone und den ganzen anderen Scheiß alleine rüber. Na gut. Ich glaube trotzdem dort und hier eine Metallschuhe angebracht und es wäre viel sicherer. Abelmir interessiert niemanden. Einfach tragen. Und passt auf, dass ihr nicht auf kleine Äste tretet. Das wäre unhöflich. Ja. Boltax, entweder schweigen oder tragen, am besten beides. Ohne mich hättet ihr die Brücke gar nicht gefunden. Ja, wir sind auch ganz furchtbar stolz auf dich. Kannst du jetzt was tragen, bitte? Dankeschön. Ja, ich trage die Verantwortung. Mit einiger Zeit, die ihr braucht, könnt ihr dann den Wagen nach und nach leer machen, rübertragen. Und auch dann den leeren Wagen mit viel Geschick hinüberbuxieren. Während ihr dies tut, den Windsang von Vendarion bitte ein. Sie klagen, seinen Namen verfluchend in der Ewigkeit. Hindurch die Finsternis verkehrt sich und ein gleißend Licht vertreibt den zornigen Hauch der schwarzen Nacht. Zerschmettert der Stein die Zeichen der Väter. Erdrückend die Last nimmermehr auf ihm ruht. Runen schimmern matt und Himmelklang verklingt. Der Hammer nimmermehr sein traurig Lied ersingt. Mit einem letzten Knarren kann Rafim von der Brücke hinuntertreten. Bewundert noch einmal die Blumen, die unter euren Füßen bzw. unter den Füßen von Boltax gesprossen sind. Und dann habt ihr auch den Wagen wieder vollgeladen. Die Abalone oben wieder angebracht, das hat euch einige Zeit gekostet und es ist mittlerweile tief in der Nacht. Ihr könnt keine Sonne mehr sehen, keine Farben, es ist einfach nur finster. Mutter Sumu, ich danke dir für dein Geschenk. Sehr geholfen. Ah, nun, und weiter? Ja, wir müssen irgendwann mal Pause machen, wir können hier nicht mitten in der Dunkelheit durch den Wald rennen. Eine Rast wäre tatsächlich nichts Schlechtes, findet ihr nicht? Aber vielleicht wäre hier ein ganz guter Ort dafür, umgeben von dieser wachsenden Natur. Da gebe ich euch recht. Wir sollten trotzdem Wachen aufstellen. Sind wir noch an dem Fluss? Am Olku. Ich wandere da mal vorsichtig hin. Schaue da rein. Finden sich in dem hier noch irgendwelche Lebewesen? Viele kleine Dinge. Du findest Schnecken, Fischchen, so ein paar Silberfischchen, vielleicht ein paar Kröten oder so, aber keine großen Karpfen, die da drin schwimmen oder andere Flussfische. Ich sammle dann eine Handvoll Schnecken auf. Wird vermutlich etwas ungelenk aussehen, da ich das Bein nicht belasten kann. Lecker Schnecken. Häufige Spezialität. Und damit komme ich dann zurück in die Lagerstätte der anderen. Nun, dieser Ort ist wohl so gut zum Rasten wie jeder andere. Oh, seht euch dies hier mal an. Ich halte dem Erstbesten die Schnecken unter die Nase. Offensichtlich ist doch noch nicht alles hier tot. Vielleicht besteht Hoffnung. Aber das sind jetzt nicht eure Haustiere, oder? Nein, ich gedenke sie zu essen. Ich kriege einen etwas unverständlichen Blick. Oh, was für ein... Baba.
Das hat er doch gar nicht gesagt, Abelmir. Wollt ihr sie roh essen? Es wäre doch sehr glitschig, wenn ihr dir nicht. Man braucht dazu etwas Zitronensoße. Was zum Herrgott sind wir schon wieder am Zitronen, Abelmir. Er wollte sie doch einmal anbauen mit seiner Geliebten. Ihr wisst schon, das wären Orangen gewesen. Diese gelben Früchte, die wir in Aranien gesehen haben, die an den Bäumen hingen. Ach, gelb oder dunkelgelb, ist doch egal. Ja, ich fange dann an, mir von irgendjemandem eine Pfanne zu nehmen, also die nächstbeste, und die Schnecken anzubraten. Jetzt verdirbt er sie auch noch, mein Gott. Ich will euch nichts sagen, aber könntet ihr vielleicht kein Feuer machen in der Nähe unserer Feinde? So, hatten wir doch kein Feuer? Nein. Doch, ich nehme es zurück. Also ich habe mir ordentlich Rationen in den Wagen gepackt. Ich hoffe, ihr habt Ähnliches getan. Ja. Sicher, wir wussten doch, dass wir unterwegs sein würden. Also ihr nicht, wie man ein Feuer macht, ohne gesehen zu werden. Das habe ich ja mit dir hergehört. Ein Loch graben, einen kleinen Feuer- oder Windkanal hinein und dann kann man sicherlich auch abgetarnt Feuer machen. Und da hört ihr es. Ja, das haben wir immer die einfachen Soldaten machen lassen. Wenn ihr wisst, wie es geht, also ich würde nicht nein sagen. Ich berichte da an die Feuerstelle her. Ja, gib mir mal eine Wildnislebenprobe. Ich guck sehr kritisch. Ist gelungen, die Erschwernis ist von den Wunden. Ja. Also, du gräbst da ein kleines Loch mit deinen Händen, oder wie machst du das? Ich würde vermutlich mein Messer nehmen. Es sei denn, ich sehe bei irgendwem etwas, das in Werkzeugen aussieht, dann nehme ich mir das einfach. Hatten wir auf dem Wagen nicht irgendwie so Äxte? Oder eine Axt, vielleicht noch eine kleine Schaufel oder sowas? Als Grundausrüstung? Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen, ihr seid erfahrene Abenteurer. Dann, ich habe daher gelogen, nehme ich mir da das Erstbeste her. Ich werde auch trotzdem vermutlich den größten Teil mit den Händen graben und die Axt nur nehmen, wenn irgendwelche Wurzeln im Weg sind. Nimm die Schaufel, das geht einfacher. Ja. Ja, tief in der Nacht könnt ihr dann euer Nachtlager aufschlagen, könnt dann noch ein bisschen abgetarnt Feuer machen und da dann die Stecken drauf braten, sodass ihr dann irgendwann mit eurem fertigen Trockenfleisch oder den Trockenfrüchten, was auch immer ihr euch dann mitgenommen habt, eine spärliche Ration essen. Ich mir ein richtiges Lager suchen, ist, glaube ich, in der Dunkelheit nicht mehr so wirklich möglich, sodass man sich dann einfach an den Wagen heranlehnt und oder darunter lehnt. Der Wald sieht hier zumindest nicht wirklich tot aus, sondern fast aus wie ein Garten. Es gibt auch einige wenige Beeren. Ihr seid euch bei der Farbe nicht ganz sicher, ob man die schon essen kann, ob sie reif sind oder nicht, weil es gibt keine Farben. Und gerade wenn Abel mir auch über die Zitronen spricht, gelb, dunkelgelb, verschiedene andere Erinnerungen, die euch zurückkommen, ihr vermisst sie schon. Wenn ihr wieder rauskommt, wieder Farben sehen könnt, zumindest der euch entgegenkommende Soldat, dieser Veteran, hatte darüber geklagt, dass er immer noch farbenblind war, als ihr sie damals noch sehen konntet. Mit diesen tristen und düsteren Gedanken und dem Wind, der in den Ohren von Mendarion klingt, könnt ihr euch niederlegen. Nur Boltax ist noch gut gestimmt. Freut sich auf die nächste Reise, jetzt nachdem er weiß, dass Sumo auf ihrer Seite ist und sie begleitet. Ja, ich würde mich dann auch ins Gras kuscheln und meine Arme so ein bisschen ausbreiten und ganz zufrieden seufzen. Ich möchte bei der Nachtruhe einen Zauber wirken. Welchen? Den Ruhekörper, Ruhegeist. Und zwar hätte ich ihn gern für 3 Stunden, die dann verdoppelt werden bei Elfischer Rep. Ja. Ich lasse mir natürlich Zeit dafür. Aber werden in elfischer Repräsentation verdoppelt, beziehungsweise fokussiert. Genau, das reicht. Was tut er? Für jede Stunde, die ich schlafe, also in diesem Fall 6 Stunden, regeneriere ich 2 LEP und 1 ASP. Ebenfalls für die vollen 6 Stunden regeneriere ich 1 Wunde. Es sei angemerkt, dass ich in dieser Zeit wie tot wirke und nicht geweckt werden kann. Ich wurde wie tot, ich atme trotzdem. Mhm. Ja, wir werden trotzdem mit Albträumen geplagt, also auch das bleibt hier an dieser Stelle nicht aus, sodass ihr mindestens 2 Stunden von den 6, die ihr schlaft, nicht wirklich ruhen könnt. Also 1W6 minus 2, wenn ihr denn regenerieren wolltet. Ihr habt euch kein richtiges Nachtlager aufgebaut, wir können jetzt auch noch Wildnislebenproben würfeln. Ja, doch, macht mal. Wir haben Wege der Entdecker, dann gebt mir mal die Erschwernisse für Wildnisleben.
persönlicher Schlafplatz ist schon mal nicht gelungen. Ist irgendjemand von euch derjenige, der hier vorsteht, oder? Ja, Voltax. Voltax. Der hat das so gut gemacht und er hat so Spaß dran. Ich würde auch mal ein paar von den Schnecken probieren und gucken, ob Mira die auch frisst. Ich würde mir gerne einen Tee aufsetzen, Fallblütentee, und wenn wir jetzt noch genügend Zeit haben, astral meditieren für 2 Stunden. Ja, es ist wie gesagt dunkel, aber Zeit solltet ihr noch haben. Vor allem, weil ihr nicht morgens um 6 wieder losstratzt. Also nach hinten raus sollte das sicherlich gehen. Ich würde mich beim Tee anschließen. Ja, Boltax, hast du ganz schön ausgesucht hier. Ja, nicht wahr? Ja. Ich lege mich da vorne hin, das scheint der Boden schön flach zu sein. Ja, ja, das ist gut, ne? Da passt es doch. Hatten wir schon die Wachen eingeteilt? Mach wohl die erste Wache, so ist nicht. Dann mach ich die letzte. Weckt mich dann irgendwann. Dann mache ich halt die zweite. Nun gut. Wie lange wollt ihr denn noch wachen? Selbstverständlich werden wir Doppelwachen halten. Wir sind ja keine Anfänger. Richtig. Das ist ein Vergnügen. Stimmt. Und wie wollt ihr das aufteilen? Wir sind... So Tongi-Dingens kommt. Hat er sich eigentlich einfach auf den Boden gelegt, gezaubert und ist dann eingepennt? Oder sagt er uns das vorher? Er wird euch nicht sagen, dass er jetzt zaubert. Du kannst es vielleicht mit einer Sekunde um 7 oder so sehen. Also ich sehe es nicht. Also du legst dich auf den Boden und pennst dann wie so ein Stein. Ja, nehmen wir also Boden auf den... Ja, doch. Immer diese Elfen. Wir werden ich stupse den Elfen mal so zweimal mit meinem Fuß an der Schulter an. Also der ist weg. Wir werden ihn einfach für die letzte Wache wecken. Ja, die letzte habe ja eh ich. Da wecke ich ihn dann gleich mit. Ich bin der Meinung, er hätte auch gerade gezaubert. Nö, er hat nichts gesagt. Dann machen wir einfach 3 Wachen, jeweils 2 bleiben wach. Finde ich gut. Ich nehme mittlere Wache mit. Gut, dann werde ich jetzt noch länger wach bleiben. Ja, ich auch. So, schauen wir mal nach. Es ist ein Wald. Könnte auch ein Sumpf sein, aber ich sag mal ein Wald. Die Held beginnt schon eine Suche vor Sonnenuntergang mit der Suche. Ist eine -3, habt ihr nicht. Passende Geländekunde. Hat Boltax die. Da müsste ich gerade mal gucken. Wald. Sonderfertigkeiten. Ein Wald hatte ich, glaube ich, nicht. Hast du nicht. Für jeden weiteren suchenden Held, der mit der passenden Geländekunde, habt ihr nicht. Habt ihr nicht gesagt. Die Helden werden verfolgt oder müssen auf Geheimhaltung achten? Ja, doch, schon. Plus 5. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Es ist bereits dunkel. Plus 5. Dann sind wir bei einer plus 10. Ich habe Dämmerungssicht. Ich habe Nachtsicht. Aber mir ist egal, weil meine wird sowieso alles durch den Zauber abgefangen. Das ist egal. Hier steht drin, es ist bereits dunkel. Plus 5. Okay. Achso, ja gut, doch. Wenn die Erschwernisse werden halbiert, dann sagen wir, das ist eine 3. Weil 5 halbe sind 2,5, sind plus 3. Alles klar. Dann sind wir bei einer plus 8. Je nach Region. Wir sind nicht in der Tundra, wir sind nicht im Hochgebirge. Nördliche Sümpfe sind es auch nicht. Moore-Dschungel, nein, sind es nicht. Das ist ein ganz normaler Wald, also einfach nur eine plus 8 aktuell. Jo, so, du hast eine... 10. Also maximal Erschwernis 10, Fertigkeitspunkte 9. Ja. Probe ist gelungen. Die aufgerundete Hälfte der THP-Stern ergibt die Qualität des Lagerplatzes. Also aufgerundete Hälfte der THP-Stern wäre 1. Genau. Das heißt, dein Lagerplatz hat die Qualität 1, 7 wäre maximal. Ihr könntet dann noch so Sachen machen wie eben einen Untergrund. Das würde euch die nächtliche Regeneration um 1 vermindern, wenn ihr nicht auf ebenem Untergrund liegt. Ja. Trockener Untergrund. Ein Gewässer in der Nähe. Kriegt ihr automatisch. Ist natürlich immer die Frage, ob man dann aus so einem Fluss trinken kann. Das wisst ihr nicht, ob das als Trinkwasser dienen kann. Kommt natürlich darauf an, in welche Richtung der fließt oder von wo der kommt. Ein Wald oder Gehölz in der Nähe. Es ist natürlich Holz in der Nähe. Ist natürlich die Frage, ob man damit Feuer erzünden kann. Windgeschützt. Regengeschützt. Keine Krabbeltiere. Das sind dann natürlich auch so Sachen für den persönlichen Platz. Ne? Wenn da so eine Probe scheitert, dann kann das sein, dass da die Regeneration weiter um 1 vermindert wird. Kein Jagdrevier von wilden Tieren. Also beispielsweise kommt mal ein Oger vorbei. Oder ein paar Untote, die in diesem Wald nächtigen. Gute Nahrungsversorgung. Braucht ihr zum Beispiel nicht. Gute Verteidigungsmöglichkeit oder auch versteckt.
Du darfst dir eins von diesen Sachen aussuchen. Ebener Untergrund. Ebener Untergrund. Dann habt ihr zumindest keinen trockenen Untergrund und die Regeneration sinkt auf feuchtem Untergrund auf 1. Ja, ihr habt Wasser in der Nähe, dementsprechend ist es dann eben auch feucht. Krabbeltiere sind dabei, es vermindert sich die Regeneration nochmal um 1. Regengeschützt, aktuell haben wir Prios, es regnet nicht. Windgeschützt, im dichten Gehölz lasse ich das auch gerade mal weg. Wald in Gehölz in der Nähe, Nahrungsversorgung ist egal, Verteidigungsmodus, gut, das heißt, wir sind aktuell nur bei einer minus 2 durch den Lagerplatz und dann nochmal eine minus 2 durch die Albträume. Sind wir insgesamt bei einer minus 4 für die Regeneration. Könnten die Leute, die schlafen, nicht auf den Wagen schlafen? Ist ja auch kein ebener Untergrund. Wieso? Kann man denn die Viecher zumindest wegmachen mit einem persönlicher Wildnislebenprobe? Weil wir haben gerade einen gewürfelt. Ja, genau. Mit der persönlichen könntet ihr dann die Qualität nochmal um 1 erhöhen. Und damit wäre okay. Dann auch sowas drin, dass du keine Krabbeltiere hast. Die kannst du dir auch wegkaufen für deine Person. Okay, dann darf ich auch noch meine persönliche Würfel. Genau, das ist der allgemeine und für deinen persönlichen kannst du auch nochmal. Gut, dann habe ich nur eine 3er Erschwernis auf meine Regeneration. Nee, ich muss die 4er Erschwernis nehmen. Aber ich muss ja zum Glück auch keine Lebenspunkte regenerieren, sondern nur ASP. Ja, das nochmal für Wegen der Entdecker, wenn man sich nicht im Vorfeld auf einen Lagerplatz einigt, sondern man meint, man kann weiter rumherziehen. Ja, so habt ihr Wachen, die ihr anbringen wollt. Ihr hattet euch auf sowas geeinigt. Ich bekomme bitte eine Wache halten Probe. Wir machen das mit einer Sinnschärfe Probe. Aber es gibt doch das Talent Wache halten. Ja, das ist ein Metatalent. Wir können aber auch noch auf Wegen der Entdecker gehen. Mir ist es egal. Also wenn ihr das Metatalent eingetragen habt. Ich hab's tatsächlich eingetragen, sonst trage ich es ja für meine private Belustigung. Ansonsten, also ist eine drei Erleichterungen raus, die Selbstbeherrschungsprobe für Wachbleiben und dann Sinnschärfeprobe, damit man dann Zeug hört. Die drei Erleichterungen rausnehmen, das war falsch. Was ist das denn für ein Kack, Junge? Zum Glück ist es keine. Die ist noch ordentlich erleichtert, mach ja keine Sorgen drum. 19, 20. Bist du nicht toll? Nein, bist du nicht mehr. Nee, sonst wäre dann natürlich sehr, sehr kritisch. Boltax, willst du uns was singen? Dieser Hund fällt in diese Lagerfeuergrube. Oh, fuck. Was? Gar nicht. Falschen. So. Ich hab's gechippt. Ja, ich hab's gesehen. Gut, genau. Wache kommt von Wachbleiben. Punkt Erschöpfung habt ihr nicht. Pro Wachdauer ist hier nochmal das Schwert um 1. Wenn ihr grob, weiß ich nicht, 3 Stunden wach bleibt, das ist also eine plus 3. Wachfeuer muss unterhalten werden, das ist eine minus 5. Das ist natürlich gut, dass man eine Aufgabe hat und dann immer wieder nachlegen muss. Je nach Dunkelheit ist nochmal eine plus 3 bis minus 3. Es ist aktuell totale Finsternis, also eine plus 3. Nach Anspannung ist es seit Tagen nichts passiert oder man rechnet jederzeit mit einem Angriff. Jederzeit würde ich jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich schon. Ja, gebe ich schon mal sowas wie eine minus 2, das hilft euch zumindest beim Wachbleiben, weil ihr dann bei der Selbstbeherrschungsprobe bekommt eine Erleichterung. Je nach Vorkommnisse, ja, ständig raschelt das irgendwie, das ist nicht der Fall, weil es hier gar nicht so viele Tiere gibt. Aber du bekommst ganz generell, oder ihr bekommt ganz generell erstmal die Selbstbeherrschungsprobe so oder so erstmal um 10 Punkte erleichtert. Also, wenn sie nicht grob misslungen ist, schauen wir mal nach. Geras, Sinnschärfe, wo ist die Selbstbeherrschungsprobe? Wir fangen mal an mit der ersten Probe. Wer war das? Rafim. Ja, aber die 3 Erleichterungen musst du rausnehmen. Die war eigentlich für die Regeneration schon drin. Also da kriegst du ja minus 3. Rafim kann auf alle Fälle wach bleiben. Und eine Sinnschärfe Probe? Oh ja, sorry. Geht ja auch noch darum, ob du die Dinge hörst. Sonst bist du nur wach, wenn sie kommen. Ich bin wach. Du bist das reicht. Wach. Ja, du pokelst ein bisschen im Feuer rum, machst dir so ein paar Gedanken. Hattet ihr auch nicht wirklich viel gesehen, wo ihr dann rausgekommen seid. Du weißt auch nicht genau, wie viel Abstand dann zu der richtigen Wachburg ist. Du willst, kannst auch die Sterne nicht sehen, aber ja, sowas wie ein bisschen Zeitgespür, Orientierung. Irgendwann gehst du zu dem nächsten und rüttelst mal. Ziemlich still. Oh.
Ich mach mal Karinor wach. Karinor! Karinor! Bald aufzustehen. Ah, bin ich schon dran? Ja, Spogelsen ist gerade schon schlafen gegangen. Wer macht mit euch Wache? Abel mir. Oh, den mache ich wach. Ich würde zu Abel mir rüberlaufen und den so ein bisschen mit dem Fuß anstoßen. Abel mir. Schnarchen. Abel mir. Ach Gott. Ach, ihr nur. Ach. Ja, habt ihr das wunderbare Vergnügen, jetzt aufzustehen? Ach, besser ist das. Karino. Könnt euch ja mit Karino ans Feuer setzen. Ihr müsst ein Aber bisschen nachlegen. Sinnschärfeprobe. Ja. Du bist dir nicht ganz sicher, ob das Rauch ist, was von diesem Lagerfeuer kommt, oder ob das Nebel ist. Es ist alles ziemlich zugezogen. Der Postel das ein bisschen. Hat Rafim das nicht bemerkt? Ja, schaut da drüben. Was? Der Raum. Ja, ist das dunkel. Was ist das? Nun, Rauch? Der war aber vorher nicht da. Wieso hat Rafim es nicht gemeldet? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil wir den halben Wald angezündet haben. Das Feuer müsste schon längst runtergebrannt sein. Nun, dann halten wir halt ein Auge drauf. Ich meine. Besser zwei. So, Rauch und Nebel ist jetzt nicht so unbedingt ungewöhnlich. In diesen Landen, wer weiß das schon. Ich setze mich ans Feuer und ich werde ein wenig nebenbei meditieren. Vielleicht hilft es ja. Ich werde ein paar Runden drehen. Ja, gut. Es riecht auch nicht wirklich nach Rauch. Aber es ist feucht in der Luft. Ja, wie gesagt, ich setze mich ans Feuer und mache dann so ein, zwei Räucherstäbchen an und setze so drei Götterzeichen vor mich, so im Halbkreis, und setze mich hin und achte so ein bisschen auf die Umgebung und versuche zu beten. Allerdings da, wenn eine, ja, Globule sind, funktioniert das sowieso nicht, aber hey. Kannst du es nicht so genau erkennen? Abel mir ist wohl gerade aufgebrochen. Du kannst noch sehen, wie sein graues Gewand im grauen Nebel verschwindet. Siehst ihn schon nicht mehr. Du guckst auf das Feuer, was wohl noch geschürt worden ist und was weiter nach oben lodert. Aber du siehst das wohl an der Spitze des Feuers, so kleine Tröpfchen entstehen. Nee, es sind keine Tropfen. Ist das Eis? Eis, was an der Spitze des Feuers entsteht und dann runterperlt, runter tropft, so leicht klirrt. Das Feuer zurück. Ach, Dämonenwerk. Ich halte zumindest ein Auge darauf, aber mache noch keinen Alarm deswegen. Bei mir, du kannst zwar nichts sehen, aber du kannst etwas hören. Erinnert dich ein bisschen an die Geräusche? Hast du das letzte Mal gehört? Klugheitsprobe. Ein Romulus. Als ihr in der Kanalisation wart.